Und ich gucke mir mal hier kurz den Auftrag an. Lästige Fabrikbewohner. Kümmere sich bitte jemand um die Ratten, die sich in der Fabrik ausgebreitet haben. Ich habe keine Ahnung, ob sie irgendwelche Krankheiten mit sich rumschleppen und ich will es ehrlich gesagt nicht rausfinden. 3 Spinelle kriegen wir dafür. 3 Ratten sind's, ich würde sagen. Okay. Das machen wir nochmal schnell, wa? Wo denn? Also hier drin. Ach, da ist einer. Okay. Ah, hier müssen wir natürlich aufpassen jetzt hier mit dem Baller hier. Also. Na, könntest du die mit dem Messer auch töten? Eigentlich ja. Dafür habe ich ja meine Küchenmesser. Genau. Oh, hier haben wir eine. Komm her. Stellt sich aber als nicht so einfach raus. Wo sind? Haben wir. Die eine haben wir. Hier war noch eine andere hier vorne. Schwubbidiwupp. Jetzt haben wir die zweite. Und wir haben die dritte. Schön. Yes. Ja gut. Das war ja noch. Können wir hier durch? Ja, schön. Abkürzung. Schön erstmal. Schön immer drum rumgelaufen vorhin. Ach, nee. Stief, nee. Dein Auftrag ist vom Tisch, was? Gute Arbeit, Partner. Oh okay. Gute Arbeit. Wofür kann ich dich begeistern? Hat er die jetzt bekommen? Ich kaufe. Ja, die kannst du ja nur zum Tauschen. Oben rechts siehst du es ja bei dir. Also oben links jetzt. Bei unter dem PC-Tas. Oder über den. Da, genau. Stirb mir da draußen nicht weg. Und bei Tauschen kannst du die einsetzen, die Spinels. Dann kannst du Sachen tauschen gegen Spinels da. Okay, warte mal, ich guck mal kurz. Ender-Tipp, werde reich. Schnell. Wie kommst du mit den Aufträgen voran? Wusstest du, dass du die Spinelle, die du erhältst, gegen wertvolle Dinge eintauschen kannst, die nicht anderweitig zum Verkauf stehen? Wir haben einen Haufen nützlicher Artikel, aber unsere Schatzkarten sind besonders empfehlenswert. Auf diesen Karten sind die Verstecke der kostbaren Schätze des Kultes verzeichnet. Hat ewig gedauert, die Informationen zusammenzutragen. Kannst mir und meinen Jungs dafür danken. Mit diesen Karten gehst du garantiert nicht mehr pleite. Sicher, manchmal wirst du dich an einem grässlichen Gebiet wagen müssen, aber das kriegst du schon hin. Ach ja. Willkommen! Oh, was kann ich dir Gutes tun? War das jetzt hier? Hier war das. Stopp. Schatzkarte, Laservisier, gelber Diamant. Wie bitte? Wo wir unsere Ware her haben. Die Punisher. Das willst du nicht wissen, Partner. Die Punisher. Also tatsächlich würde ich ganz gerne gegen einen gelben Diamanten tauschen, um den in den Krug einzusetzen, um den Krug verkaufen zu können. Weil der dann komplett wäre. Mach doch. Was hältst du davon, Benni? Ja, ist okay. Let's do it. Hammer. Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es ernst. Eine Schatzkarte, die im Dorf haben wir aber alle. Ne? Also für das Dorf hatten wir schon die Schatzkarte. Na, dann würde ich sie nicht kaufen, dann ist ja vergessen, ne? Eine feine Sache. Man kann kommen jederzeit. Come back anytime. So, und zwar. Edelstein einsetzen. Kann ich drehen? Jetzt musst du den Edelstein, glaube ich, raussuchen und dann kannst du. Badabum. Und wir bekommen 15.400 Pesetas dafür. Die Dinger geben 7.000, die gelben? Ja. Krass. Jetzt können wir nochmal ganz kurz... Ach, wir können die Edelsteine auch entfernen. Lass mal ganz kurz mal gucken, was der blaue, der bringt 4.000. Der bringt nur 3.000. Na, dann setz mal den roten raus und pack den blauen da rein. So, der kommt hier rein. Und der kommt hier rein. 16.500. 2 Farbenbonus. Huh. Okay. Schön. Ida. Und die können wir jetzt verkaufen. Willkommen. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Die Weinkanne. Da ist sie.
Besten Dank. 24.000. Haben wir denn jetzt 24, wieso haben wir jetzt 24.000? Wir hatten auch für bloß 6.000 noch. Haben wir jetzt für den Auftrag sogar noch Kohle bekommen? Ja, ein bisschen anscheinend. Ob Rubine oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Deine Waffen sind in guten Händen. Probier es, aber das Messer brauchst keine du Sorge. Über kurz oder lang. So, vielleicht kannst du ja die Haltbarkeit dadurch danach noch erhöhen. So gut wie neu. Haltbarkeit kannst du 5000 Dinger, Alter, ey. Oh Mann. Ja. Oh, könntest jetzt aber, klar, jetzt quasi zweimal Haltbarkeit. Oh. Also, wobei, vielleicht wird es auch teurer mit der nächsten Stufe. Nicht wahr? Es wird definitiv teurer. Aber probieren wir mal. Also, Messer ist halt schon echt probier wichtig. Probier mal, ob's passt. Probier mal, ob's passt. Okay. Dritte, angenehme Reise. Dritte Geschichte würde ich noch nicht machen. So, hier vorne finden wir einmal Scharfschützenmunition oder Gewehrmunition. Die nehmen wir natürlich mit. Können wir. Okay, wir müssen tatsächlich noch nicht mal ein Farbband mehr haben. Tack, 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 tack. So, okay. Warte mal, Chöre, Raben. Wo sind sie? Raben bringen nämlich auch immer Pesetas. Sorry. Schießpulver. Klar, klar hat so ein Rabe Schießpulver bei, ist ja klar. So, ja, hier brauchen wir natürlich so ein klassisches Resident Evil Symbol. Ein Adler. Ah, hier hinten haben wir noch ein Karton oder eine Kiste. Karton. Das ist schön. Schau mal, ein toller Karton hier. Das müsste Stevie wissen, weiß ich gar nicht. Das ist die gleiche Stimme wie vom Duke? Nee. Ah, die Arbeit ruft. Nee. Das ist nicht. Klingen aber ähnlich. Wollen. Nee, Schatzkarte brauchen wir nicht. Wo bin ich? Scheiße. Donde estás? Wo? Ahí está! Wo? Wo ist er? So, ich bin gespannt, wie die neue abgeht hier. Ah, okay, das war jetzt nur ein Küchenmesser. Ich dachte. Haltbarkeit so einmal. Hat einen Stich gereicht, Alter. Ey. Aber komm, seid mal ehrlich, habt ihr das auch gerade gedacht? Also. Ich hab kurz Schnappatmung bekommen hier. Ach, du glaubst es ja nicht. Oh Gott, okay. Okay, hier haben wir unseren Fass irgendwie. Ich weiß nicht, wie weit wir hier mit Stealth Kills kommen. Okay, wenn der hier so komplett rüberläuft, ist das natürlich echt scheiße. Oh, Melli bringt's auf den Punkt, wir sind im Arsch. Keine Chance. Scheiße. Kommt da noch, falls er nochmal jetzt irgendwie. Ach, er sieht mich auf jeden Fall hier irgendwie. Das ist irgendwie hier Smokes. Bin fast bei. Na dann. Kontakt, Freunde. Mann, geh doch ran. Geh doch ran an ihn. Oh, Bastardo. Dann hole ich jetzt den fetten Ballermann raus. Alter, ich will. Oh, oh, Alter, was ist los mit euch? Heil du! Heil dich! Der hat, Alter, der hat dann die Dynamitstange geworfen, der Penner.
Nee, ich mach mal die Sache jetzt nächsten hier. Okay, gut. Das war gut. Das war Glück. Oh, ja. Mir, meinem so ein Pokémesser aus der Küche kann ja keiner was vormachen. Moin, Picaninho. Wo sind denn hier noch welche? Ach, da. Kommen hier noch mehrere? Ja. Er ist echt mega langsam. Das gibt's doch nicht. Fall runter. Ah, das war nicht clever. Rohstoffe. Haben wir. Jetzt haben wir erstmal kurz den anderen Platz hier. Überhaupt nicht stressig. Mist. Schade. So, das war auch mein Küchenmesser. Bye, bye. Ich höre sie. Schau mal kurz nach oben. Ich glaube mal nach oben. Schade. Alter, Mann. Ich glaube jetzt wirklich den da hinten konzentriert. Groß Blaze, wieder Heilung. Unter mir, ne? Ah, komm! Hau ab! Ist das ein Stress hier? Ist das ein Stress? Du glaubst es ja nicht. So, na dann benutzen wir mal hier so ein schönes Ersthilfespray. Geh weg. Kommt noch einer? Ach man. Plan. Komm, schnell! Ich muss mal sagen, für so ein... Für so einen Special-Typen, ja, der mega trainiert, das ist ja echt langsam. Oh, Komm mal! Das ist so unverhältnismäßig die Waldanwendung, ey, bei so einer alten Frau. So, Rubin. Hammer. Leute, sorry, wenn es jetzt hier echt ein bisschen hektisch ist irgendwie. Ja, aber ich... manchmal muss man sich irgendwie aus so einer Situation mal irgendwie so ein bisschen unwürdevoll rausschlawinieren hier. So, haben wir hier noch irgendetwas... Wahnsinn. Ja, wir haben ja bestimmt noch ein paar andere Sachen, die wir noch verbinden können, oder? Also, oder kommen wir da überall nicht hin? Und steht denn immer noch? So, wie bitte? Ich hab's gerade nicht verstanden mit dem nochmal. Nee, ich meine, wir müssen ja wahrscheinlich noch irgendwo da weitergehen können, oder? Also, um noch weiter erkunden zu können. Wo? Ne, jetzt links runter irgendwie oder so. Oh Gott, wo kommen die alle her? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Achso, hier hat er gerade aufgemacht. Hä? Ja, aber ist noch von da sind wir doch gekommen, oder? Ja, eben. So, die Brücke ist abgerissen. Das ist auch nicht so geil. Gut, dann gehen wir hier mal kurz durch. Ich hab bloß irgendwie echt die Befürchtung, dass wir hier irgendwelche blauen Medaillons oder so verlieren.
Oder bis jetzt habe ich noch keine gesehen. Es ist einfach. Hallo! So, du stehst einfach nur in deinem Wohnzimmer. Oh, Alter! Wer? Wo? Wie? Was ist denn los mit dir? Das war jetzt aber fies. Na, ja, komm doch. Los, komm doch. Ja, ne, jetzt aber kommst du nicht mehr so weit mit deiner hässlichen Machete. Ja, ging aber mit dem Messer auch ganz schnell drauf. Ja, sowas. Ja, wobei die Haltbarkeit, die schon hat ein bisschen was gebracht. Also wenn du irgendwann mal kurz Luft hast, kannst du auch mal die abgeschrägte Sägte-Druckwinde mal nehmen. So geht's auch. Wo ist denn der Typ, der die der die TNT-Stangen wirft? Der hat sie, ne? Ja. Oh! Hohoho, aber aus der Luft, Freunde! Aus der Luft! Das Sechseck hier, warten, haben wir. Wunderbar! Dankeschön, Dankeschön! Das ist, ist großartig. Danke meinen Eltern. Sorry. Keine Absicht. Sorry, keine Absicht. Ah, die Sprüche sind manchmal so cheesy, ey. So, okay, zack, Hammer. Wie geht's hier mal weiter? So, viel Munition halt jetzt auch nicht mehr. Jetzt bin ich genau da, wo ich angefangen habe. Das ist auch geil. Das hat's ja. Kleiner Schlüssel. Oh, wir haben kleinen Schlüssel, Benny. Ah, da können wir doch wahrscheinlich wieder zurück, um die eine Kiste zu öffnen. Geh mal weg! Also ich muss auf jeden Fall erstmal aus dem Radius von dem Penner mit den Dynamitstangen raus. Komm ich da an die Leiter? Nee, komm ich wahrscheinlich nicht. So, jetzt bist du in den Fall, mein Kleiner. Oh. Oh, shit, 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 shit. Ja, man muss wirklich aufpassen, dass diese Las Plagas sich nicht irgendwie entwickeln. Ansonsten ist es ganz schlecht. So, hier hinten kommen wir nicht mehr weiter, ne? Würde ich sagen. Nee. Oh, ho, 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 ho. So, erstmal, irgendwie muss ich mich mal um Captain Dynamite hier erstmal kümmern. Na, nu, aber flink hier weg! Könntest du jetzt eigentlich wieder so stehen lassen, ne? Sag nur heil. Eieiei. So, dann setzen wir doch mal das Adlerwappen ein. Achso. Okay. Snacktime. Mal sehen, was ich noch in der Küche so finde. Na dann. Aha, okay, es ist gespiegelt. Kann ja nicht gehen, aber wie drehen. Hä? Achso, warte mal, mit A und D kann man es umdrehen. Großartig, diese Mechanismen. Wisst ihr, die leben in verkackten Holzhütten, ja, wo alle durchpfeift. Aber so eine Mechanismen entwickeln, das ist, ja.
Chapeau. So, Benni, du wolltest was sagen. Nee, alles gut. Ich wollte nur sagen, wir hatten ja noch den Schlüssel gefunden. Da war doch irgendwo noch eine Kiste in irgendeinem Raum. War das hier vorne in der Fabrik oder wo? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, das war noch weiter vorne, ne? Kann das sein? Ja, das ist aber dann echt langes Backtracking. Aber na, bis dann kommen wir gar nicht mehr zurück. Das ist das Problem. Ach so. Wir köpfen mal kurz, also wirklich in dem Ausgangsraum, wo wir waren. Ob da eventuell noch, ansonsten sehe ich schwarz. Ja, oder wir haben irgendwo da noch eine Kiste, die wir öffnen können, da irgendwo vor Ort. So, where's the crate? I need the crate. Alter, ist das nicht so weit weg gewesen? Das ist schon der Wahnsinn. Scheibenkleister. Ich glaube, der Weg war jetzt für um. Ja, okay. Amelie schreibt auch gerade, sie glaubt, im ersten Dorf war noch eine Kiste gewesen. Kann auch sein, dass ich die meinte. Naja, da wo wir jetzt gerade, kurz bevor wir Louis getroffen haben irgendwie und überwältigt worden sind, da war auf jeden Fall eine Kiste. Stimmt. Vielleicht müssen wir den einfach so lange aufbewahren und mitnehmen. Das schaffen wir. Das ist ein kleines Schlüsselchen. Das kriegen wir hin. So, einmal durchrumsen hier. Und dann schauen wir doch mal, wie es jetzt hier vorne weitergeht. Das hat auf jeden Fall schon Munition gerade gekostet, irgendwie dieses Symbol zu holen. Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben. Ja, weil Stuhlgang gehabt dabei. Sorry. Tut mir leid. Hatte Angst. Okay. Scheiße. Genau an ihm vorbeigelaufen gerade. Das ist aber blöd. Das lief ja. Das ist doof. Nein, mach doch mal in die richtige Richtung. Ah, das ist doch. Das ist schön an ihm vorbei hier schlicht. Was machst du, Idiot? Spinnst du? Großartig, das ist Humor. Ja, okay, ich glaube, die haben sich wieder ein bisschen beruhigt. Na, dann holt die Oma erstmal vorne aus ihrem Kittel raus. Bleibt die so stehen, das wäre cool. Please still standing. Jawohl. Und mein Messer ist kaputt. Verdammt! Es ist kaputt. Ja, naja, gut. Also der Händler ist hier vorne. Scheiße. Also ich habe ja keine andere Wahl. Ich muss halt ein Messer reparieren. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Warum? Wieso machen die denn sowas? Tatsächlich ist das Messer immer so eine safe Nummer gewesen in Resident Evil. Willkommen. Haben sie jetzt schon weggenommen. Nur die feinste Warte im Angebot, Fremd. Die ist schon wieder kaputt? Ist schon wieder kaputt. Kleinigkeit. Oh, kostet auch jedes Mal mehr. 4400 jetzt. Naja, aber die Haltbarkeit steigt ja auch dann, ne? Also. Probier mal, wie sich das anfühlt. Jemand wie du sollte den Unterschied sofort bemerken. Ja, ist mir sofort aufgefallen. Ich komme dann nur noch alle halbe Stunde zu dir wegen dem Scheiß. Sag doch, Mann, ey. Was stirbt mir da draußen nicht weg? Frag mich tatsächlich, ob das Spiel faire Checkpoints hat. Oder ob es dich wirklich ab Savepoint irgendwie wieder kommen lässt. Das wäre bitter, denn tatsächlich. Beides würde ich irgendwo feiern. Also natürlich die fairen Save Points, aber naja.
Oh, guck mal, wir haben den neuen Rohstoff gefunden. Da hatten wir vorhin schon mal was gefunden gehabt. Echt? Ach, schön. So, PC-Pass und eine große Kiste. Jetzt können wir mal gucken, ob eventuell hier der Schlüssel... Wir brauchen ja keinen Schlüssel. Und blauer Saphir. Bueno. Einfach bueno. So, dann können wir auch hier schon mal sagen... Setz die... Alter, wir... Ach so. Mal hier, zack. Und... Davon haben wir 4 Stück. Das ist dann natürlich geil. Badabim, badabum. Achso, wir kriegen auch Bonus, wenn wir denn verschiedene Farben nehmen, okay. Ja, genau, da hatten wir so einen 1,1 Bonus bekommen. Die Frage ist jetzt natürlich bloß, ob der sich halt noch ein bisschen hochsummiert, wenn wir jetzt einfach 4 verschiedene Edelsteine haben oder ob die Variation nochmal entscheidend ist. Okay. Sorry, dass ich jetzt hier die Rahmen beknalle, aber es ist halt Pesetas. Mucho Pesetas. Wir brauchen jede Peseta, die geht. Irgendwie. Sexy Move? Was hat denn jetzt Bianca geschrieben? Ich hab nie gehört. Sexy Move? Was? I don't know. Okay, hier vorne ist noch eine Bärenfalle. Oh, hier sind so welche Kerzen auf dem Boden. Irgendein Ritual ist da hier schon wieder abgegangen. Oh, Stevie. Ja? Weil ich gerade das gesehen habe. Du hattest doch bei dem einen Brunnen versucht, das da abzuschießen, diesen Deckel. Ja. Ich glaube, das kannst du bei dem Brunnen, den du jetzt bei dir hier in der Nähe hast, glaube ich, sogar machen, weil da drüber nämlich, glaube ich, was ist, was du kaputt schießen musst. Hast du gerade einen Brunnen gesehen, oder was? Ja, also du bist jetzt quasi rechts neben der Hütte, wo du drin bist, ist ein Brunnen. Okay, klar. Krakelige Notiz über Spielfiguren. Ja, ein Fluss ist nicht mehr, was er einmal war. Zerstört die Aufziehfiguren. Diese Aristokraten verdienen keine Vergebung. Okay, das war das, wovon wir wahrscheinlich schon eine erwischt haben. Schauen wir nochmal, wo die Figur von Ramon Salazar. Hier vorne, die meint... Nee, warte mal. Okay, man hört sie nicht mehr. Ist sie im Haus? Ja. Ich sehe sie aber auch. Da war sie. Neben den Kartoffeln. Neben den Kartoffeln. So, okay, dann schauen wir nochmal den Brunnen, den du meintest. Nein. Du hörst, was das ist, oder, Benny? Eine Kettensäge. Es ist eine Kettensäge. Ich möchte keine Kettensäge hören. Nein, ey. Das ist ja der Kartoffelsack, ne? Ja. Oh, aber da ist auch Bärenfallen, ne? Also Vorsicht. Ah, das... ist mir nicht wohl, wa? Ist mir nicht wohl. Eine Perlenkette. Wie schön. Nice. Schön. Ganz schau, Alter. Kannst du noch vergessen? Lauf hin! Nein! Renn weg! Nein, Alter! Nein! Oh, Schwein gehabt! Oder auch nicht Schwein gehabt! Ah! What? Ah, das war unser erster Tod. Ach, so ein Mist. Na, Stevie, Death Counter einrichten? Ja, keine Ahnung, was brauchen wir nicht. Mach ruhig. Wenn nicht, mach ruhig. Hm. Ah, schade. Na gut. Then, once again. So, nachladen. Ja, war nur ein Kratzer, kein Problem. Nö, ist klar. Ja, wir könnten es tatsächlich mal probieren. Holen wir mal den Ballermann raus.
Müssen wir denn jetzt nochmal die... Aber vorsichtig vor dem Fallen, ne? Die sind alle wieder resettet anscheinend. Ja. Okay, die ist weg. Die ist doch weg, ja? Ja. Aus den Socken geschossen. Schön. Okay, die ist jetzt auf der 3 oder ist das... Nee, das ist die normale Shotgun, ne? Okay, dann würde ich vorher nochmal kurz die Bone Shaker mal versuchen auf den Schnellzugriff zu legen. Und zwar die 2. So, weil wir besorgen uns noch... Warte mal, ich mach erstmal... Nicht, dass durch irgendetwas... Was passiert? Kommst du? Ha! Oh! Hey, Jono, ey, hau ab, hau ab! Scheißenkleister, ey. Na, die habe ich jetzt natürlich noch nicht hier und ein Tattoo gehabt. So, dann komm mal her. Hat der den gerade selber da umgemacht? Okay. Oh, das wollte ich gerade ausweichen. Das wird laut. Echt jetzt, Alter? Endlich. Du hast keine Munition mehr. Er ist einfach zu weit weg. Ich glaube, wir haben ihn, oder? Weh, du stehst wieder auf. Nice. Und wir haben einen grünen Smaragd. Keine Munition mehr. Verrotzt, aber wir haben einen grünen Diamanten. Schön. Kann man machen. Wunderbar. Ein Smaragd, meine Kind-Diamanten. Oh Gott, Alter. Das war jetzt hier... Das kann ich auch wirklich einen Schlüpfer wechseln. Das war mir ein bisschen aufregend gerade.